Es ist die Wiedergeburt einer Ikone. Sie soll den Stern in eine neue Ära tragen. Hin zum echten Traumwagen. Und der schlägt dabei mächtig mit den Flügeln. Der SLS AMG ist ein Supersportwagen, dessen Anblick einem den Atem raubt. Und es wurde höchste Zeit. Denn mal ehrlich, wann hat ein Mercedes zuletzt das Will-unbedingt-haben-Gefühl ausgelöst? Das war wohl im Februar 1954, als der legendäre Flügeltürer 300 SL präsentiert wurde, der bis heute als eine der begehrtesten Ikonen deutscher Wertarbeit gilt. Vor allem in den USA kam der Gullwing, der Möwenflügler, wie er dort getauft wurde, gut an. Und jetzt, nach etwas mehr als einem halben Jahrhundert, ist die Möwe endlich wieder gelandet. Sportlich und leicht, dafür steht SL. Nun kommt noch ein Super S dazu. Äußerlich haben die Designer ganze Arbeit geleistet. Selten ist es gelungen, ein historisches Design derart überzeugend neu zu interpretieren. Nicht nur die nach oben schwingenden Türen und die Front mit dem markanten Kühlergrill. Die gesamte Linie erweckt Erinnerungen an den berühmten Urahn. Seitlich machen die breiten und muskulösen Schultern sowie die großen Lufteinlässe deutlich, dass der SLS das geballte AMG-Potenzial demonstrieren soll. Und das steckt ja bekanntlich vor allem unter der Haube. Konsequenter Leichtbau zusammen mit dem 6,3 Liter V8 Front-Mittelmotor mit 571 PS katapultieren den SLS in 3,8 Sekunden von 0 auf 100. Bei 120 km/h wächst dem Gullwing ein dritter Flügel aus dem Stummelheck und sorgt zusammen mit dem tiefen Schwerpunkt und dem perfekt abgestimmten Fahrwerk für eine erstklassige Fahrdynamik. Der SLS lenkt präzise ein und bleibt auch in schnellen Kurven erstaunlich stabil. Das 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe wechselt die Gänge in unter einer Zehntelsekunde und beim Zurückschalten gibt die Elektronik kräftig Zwischengas. Bei 317 km/h wird der unbändige Vorwärtsdrang elektronisch gestoppt, der Reifen wegen. Damit liegt der Topspeed immerhin genau um 1 km/h höher als beim Konkurrenten Audi R8. Prestigesache. Abseits der Rennstrecke zeigt sich der SLS von einer ganz anderen Seite. In kaum einem anderen Supersportler ist das Cruisen so entspannt. Die Sitze sind auch für lange Strecken ausreichend gepolstert und die geduckte Kabine überrascht mit einem angenehmen Raumgefühl. Hinzu kommt die ausgewogene Abstimmung der Federung. Fahrbahnunebenheiten sind zu hören, aber kaum zu spüren. Und im Fahrprogramm Controlled Efficiency hält sich auf der Landstraße auch der Verbrauch in Grenzen. Den gibt Mercedes mit 13,2 Liter an. Nicht gerade wenig, aber im Vergleich zu anderen Supersportlern ein moderater Wert. Denn so viel Hubraum und Durchzug, ein solches Klangspektrum, bietet bei diesem Wert sonst keiner. Im Cockpit des SLS setzt sich die gelungene Symbiose von Mercedes-Prestige und AMG-Performance fort. Carbon, Leder und Alu veredeln die schlichte Rennsportfunktionalität. Die Designer haben sich vom Flugzeugbau inspirieren lassen. Der Gangwechsel geschieht mit einem breiten Riegel, der an einen Jetschubhebel erinnert. Und die Lüftungsdüsen haben die Form kleiner Turbinen. Nach so viel Begeisterung bringt einen der stolze Preis schnell wieder auf den Boden der Tatsachen. Exakt 177.310 Euro kostet der geflügelte Traum. Ohne Extras, versteht sich. Dennoch, im Vergleich zur italienischen oder englischen Supersportkonkurrenz, fast ein Schnäppchen.
Wir sind gespannt, wie die Konkurrenz auf diese Herausforderung reagieren wird. Wie wäre es beispielsweise mit einem Nachfolger des BMW M1?